Hallo. Hallo und guten Tag. Hier ist der Teil 2 von dieser Creme Hydrophase. Ich habe fleißig gecremt. Seht ihr schon was? Also ich sehe jetzt noch nicht diese Riesenwirkung, die die Firma verspricht, aber es sind ja auch erst, also jetzt sind es leider 13 Tage geworden. Ich wollte nach 10 Tagen schon das Video machen, hatte leider keine Zeit, aber 13 Tage sind ja auch schon mal gut. Also was man sagen kann, positiv ist, die Creme lässt sich gut verarbeiten, gut auftragen, man fühlt sich gepflegt. Sie hat einen ganz minimalen Film über dem Gesicht den ganzen Tag, aber angenehm, nicht so was Fettiges und Glänzendes. Was gibt es noch dazu zu sagen? Also ich meine, die Haut wird etwas feinporiger. Problematisch wird es ja sowieso immer bei Mimikfalten. Das sind diese Nase labial oder wie ich habe irgendwie mir angewöhnt, dass ich immer so kräuslich gucke. Liegt wohl an den Lebensumständen, wer weiß. Ne? Also hier diese... Dafür mache ich ja hauptsächlich und daran kann man natürlich sehen, wie viel Kraft so eine Creme wirklich hat bei solchen tiefen Ackerforschen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich beobachte das weiter. Das nächste Video dauert bestimmt auch wieder so 10 bis 13 Tage. Da müsste man ja noch mehr sehen. Ich denke, wie gesagt, feinporiger ist die Haut etwas geworden, minimal. Auch wenn ich hier so entspannt so, ne, das Gesicht. Ich denke, sie sind nicht mehr gerade so tief. Und schon geht's wieder los. Ne? Am besten schreibt er vielleicht mal in die Kommentare, wer hat schon jemand die Creme, hat schon jemand die Erfahrung gemacht, würdet ihr euch die Creme jetzt sogar schon kaufen, um das mal zu probieren? Schreibt doch einfach mal was in die Kommentare. Das war's auch schon wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Bernd Manfred Brück. Tschüss.